Hallo meine lieben Freunde meines Kanals, schön, dass ihr zu diesem Hörspiel wieder eingeschaltet habt. Heute haben wir wieder ganz viele Telefonteile da. In der vergangenen Woche gab es wieder jede Menge Schnipselpartys, also quasi von der Resterampe. Nur sind diese Resterampe-Videos gar nicht so Resterampe, wie es sich anhört. Denn in diesen vielen kleinen einzelnen kurzen Telefonteilen lässt sich doch ganz gut heraushören, was wir da eigentlich genau für Menschen an der Telefonleitung sitzen haben. Jede Menge Betrug. Ich wünsche euch viel Spaß, gute Unterhaltung und vor allem jede Menge Aufklärung mit unserem neuen Hörspiel Kakerlakenparty. Doch zuerst, falls noch nicht geschehen, wäre es ganz nett, wenn du den Kanal abonnierst, am besten gleich mit Glocke, weil dann verpasst du auch in Zukunft kein weiteres Hörspiel mehr. Ja. Hello, Hartmut, how are you? Können Sie mal auf Deutsch sprechen? Do you speak English? Nee. I'm calling from the Finanzabteilung. Also wenn Sie hier anrufen wollen, dann auf Deutsch. My colleague speak Deutsch. I will pass my colleague. Na dann los. Okay, 1 minute please. One minute. Hallo, schönen guten Abend. Ja, was möchten Sie denn? Ich rufe Sie vom Finanzabteilung. Spreche gerade mit Hartmut. Von welcher Finanzabteilung? Finanzabteilung und London Stock Exchange. Hartmut, ich rufe zu informieren, dass Sie haben einen Betrag in unserem Finanz. Einen Betrag von 168.000 Euro und in diesem Moment die Investition ist fertig und Sie haben die Option zu machen eine Auszahlung von dieser Summe. Aha, und wo kommt das Geld her? So, dieses Geld bekommt von Ihrer Investition, dass Sie haben gemacht in Bitcoin Motion. Und in diesem Moment, die Investition in Bitcoin Motion ist fertig und die Summe ist in der Refundments-Plattform. Verstehen Sie? Nochmal bitte, zeigen nochmal, die Verbindung ist nicht so gut. Ich sagte nicht so richtig. Was ist nicht richtig? Na, ich verstehe nicht, was Sie sagen. Sie versteht alles. Okay, so, Hartmut, ich muss fragen jetzt, was möchten Sie mit der Summe, die Sie haben hier? Ist gesagt, die Summe von 168.000 Euro? Ich würde gerne wissen, wo das Geld herkommt. Nochmal, from die erste. Okay, nochmal from die erste. Sie haben eine Investition in Bitcoin Motion gemacht. Okay? Und in diesem Moment, diese Investition in Bitcoin Motion ist fertig. Sie haben einen Profit, einen Betrag jetzt von 168.000 Euro. Und diese Summe ist in Refundments Plattform. Ich kann zeigen Sie die Plattform, wo Ihr Geld ist momentan. Okay? Aha. So. Bist du interessiert, zu machen eine Auszahlung von dieser Summe, die Sie haben hier? Also ich verstehe den ganzen Anruf nicht. Es ergibt auch keinen Sinn. Und Sie sind extremst unhöflich. Oh, meine Güte. Nochmal. Bitte, zeigen Sie mir, bist du interessiert in 168.000 Euro? Hallo? Ja, es heißt immer noch für Sie, Sie. Oh, meine Güte. Wir sind nicht beim Du. Hören Sie mir, guter Mann, bitte hören Sie mir. Was möchten Sie mit der Summe, die Sie haben hier? Wir sprechen nicht, wie die Summe zustande kommt. Das erklären Sie ja nicht. Wo kommt dann das Geld her? Meine Freund, die Geld kommt von Online-Investition-Plattforms. Haben Sie vergessen Ihre Investition? Ich habe ja nirgendwo investiert, also kann ja auch das Geld nirgendwo herkommen. Aha, okay, meine Freund, okay. Ja, hallo. Hallo, guten Tag, spreche ich mit Herrn Hartmut? So sieht's aus. Wie kann ich Ihnen helfen? Nette Herr, schauen Sie am Apparat so ab. Und ich rufe Sie auf. Ich bin John aus der Finanzdepartement.
Netter Herr, in 2020 haben Sie eine kleine Investition gemacht bei Skyline Markets und jetzt die Investition ist abgeschlossen und der Betrag, der sich aus Ihrer Investition bei der Bank ergibt, Betrag 100.000 Euro. Jetzt möchten Sie abheben oder mehr investieren? Was würden Sie machen? 100.000 Euro, was sind das für ein Betrag? So, es gibt ja gar nicht die Zahl. Wie bitte? Ich habe nicht gehört, war ein bisschen Problem. Die Zahl, die Sie gesagt haben, die existiert nicht. Netter Herr, Sie haben investiert in 2020 250 Euro bei Skyline Markets. Und jetzt, die Investition ist abgeschlossen und der Betrag, der sich aus Ihrer Investition bei der Bank ergibt, Betrag 100.000 Euro. Wir sind in London, eine Börse. Skyline Markets mit diesem Geld. Oder was? Skyline Markets, ja. .com oder? England, netter Herr, England. Also Skyline Markets. Und dann? Skyline Markets oder Finanzdepartement. Na was denn du? Also ich muss ja irgendwie auf die Webseite draufkommen. Wie bitte? Skyline Markets Punkt und weiter? Ja, Skyline Markets. Ja, ich will ja die Webseite aufrufen, da brauche ich jetzt noch die Endung. Ja, können Sie gucken, kein Problem. Naja, dann sagen Sie mir doch die Endung, dann kann ich gucken. Hallo, ich warte. Ja. Sie sollen mir die Domain-Endung sagen. Netter Herr, ich verstehe nicht gut, weil ich bin nicht Deutsch. Ich rufe Sie aus England. Können Sie bitte langsam sprechen? Ja, aber wenn Sie mich nicht verstehen, dann frage ich mich, warum Sie hier anrufen. Ich meine, so funktioniert ja Kommunikation nicht. Dann ja, geben Sie mir bitte mal einen Kollegen, der mich dann versteht. Warum suchen Sie Skyline Markets? Lass mich erklären. Am Ende. Jetzt. Hier in weil ich mir das angucken steht, will, was Sie sagen. Haben. Herr Hartmut, Skyline Markets, warte. Punkt und weiter. Skyline Markets, aber Sie haben hier investiert, bei Skyline Markets. Naja, und dann sagen Sie mir doch die Domain, die Webseite. Was für Website? Na, von Skyline Markets. Unsere Plattform ist Refundment. Also jetzt kommt immer noch ein neuer Kennen Name dazu, Google oder was? Na, der Herr, wir sind alles connected, zusammen. Verstehen Sie? Nee, das verstehe ich überhaupt nicht. Wollen Sie gucken unsere Plattform? Geh bei Google und schreib Refundment. Aber wenn Sie sagen, ich habe bei Skyline Market was investiert, dann möchte ich jetzt die Webseite dazu aufrufen. Ich mache eine Frage, weil nicht. ich habe keine Zeit. Ich mag nur eine Frage. Haben Sie investiert, so, früher, also ja oder nein? Wollen Sie nur schnell das Geld betrügen und dann sich wieder verpissen, ne? So ist das gedacht. Ja, und ich will deine Frau hier mit mir. Schöner Betrüger. Ganz peinlich. Ja, du kannst okay. doch überhaupt nichts. Mark, du kannst doch gar nichts. Haben Sie Kinder? Es geht dich einen Scheiß an. Scheiße. Ja. Hallo, schönen guten Tag. Johannes Wortz, mein Name von Herrn Gela. Spreche ich mit der Familie Trüger? Schön, dass Sie es reichen, Herr Trüger. Grüße Sie. Der Grund unseres Anrufes bei Ihnen, Sie hatten doch in der Vergangenheit in der Braunschweigerweg 77 in Berlin den Stromanbieter mal gewechselt, ist richtig? Nee. Sind Sie aber noch beim Blutversorger Fort in Berlin? Super. Sie sind aber auch der Herr Bernd Trüger, geboren am 17.07.94, ja? Korrekt. Herr Trüger, es geht jetzt momentan darum, vielleicht wissen Sie auch Bescheid oder haben Sie schon was davon gehört, ja, Thema Nummer 1 in Deutschland. Demnächst werden die Strom- und Gaspreise wieder günstiger, ja. Deshalb werden die Preise jetzt momentan angepasst, für den Verbraucher auch natürlich. Und da werden wir auf Ihren Postleitzahlbereich, wie bei jedem anderen Kunden auch jetzt schauen, auf der 12055 Ort in Berlin, dass Sie auch einen Vorsorger bekommen, den Ort günstigsten für die nächsten 2 Jahre lang mit einem festen Preis. Ja? Also bei mir wird nichts günstiger. Ich bin die ganze Zeit schon günstig geblieben. Ich habe einen Widerspruch gemacht und damit ist es günstig geblieben. Ich zahle 23 Cent. Was haben Sie da gemacht? Ich habe es ja zu akustisch bekannt. Entschuldigung? Nein, Widerspruch, weil die letzte Preiserhöhung illegal war und bin mit meinem Widerspruch durchgekommen.
Ah, okay. Ich bedanke mich dann bei Ihnen, ja? Ja, tschüss, Betrüger. Wiederhören. Ja. Hallo? Bratwurst-Fans? Ja. Hier ist Samuel Werner. Ich rufe Sie von Finanzberatungsunternehmen an. Wir beschäftigen uns mit Investitionen. Früher haben Sie Interesse gezeigt mit einer Anmeldung. Wie heißt Ihre Firma? Erinnern Sie sich daran? Unser Unternehmen heißt invest.com. Invest.com? Sagt mir nichts, nee. Ja, jetzt sagen Sie, das kenne ich nicht, ja? Sagt mir nichts, nee. Mm-mm. Warum alle Fragen nach Namen von den Unternehmen, aber niemand kennt unsere Unternehmen? Dann nee, sagen Sie mir das. Nein, kenne ich nicht, das gibt mir nichts. Das ist unlogisch, verstehen Sie das? Warum ist das unlogisch? Sie können nicht alle Unternehmen in der ganzen Welt kennen. Nee, aber verstehen ich müsste doch Ihr Unternehmen kennen, wenn Sie sagen, ob das richtig ist. Und wenn ich das nicht kenne, dann kenne ich es ja nicht. Sie haben doch danach gefragt, ja, ob das richtig ist. Sie können unsere Unternehmen nicht kennen, weil Sie haben Anmeldung auf andere Webseiten gemacht. Das ja, aber warum rufen Sie denn an, wenn ich bei einer anderen Firma mich angemeldet habe? Das war unsere Informationsseite, nicht Firmenwebseite, verstehen Sie das? Dort haben wir nicht unseren Namen geschrieben. Aber woher soll ich keinen Namen von dem Unternehmen. Woher soll ich denn das? Oh, labern Sie doch nicht immer, dass Sie brauchen das. Hallo, wissen. Hol doch mal Luft. Ja, was? Furchtbar. So, kann ich jetzt auch mal was sagen? Was? Oder hast du vor, die ganze Zeit allein unterhalten ja, zu spielen? Sie. Ja, sagen Sie. Betrüger. Sagen. Hallo? Hm? Ja, ich grüße Sie, Anna Smith ist am Apparat. Ich rufe Sie im Auftrag von Blockchain. Es geht, dass in unserem System steht eine eingefrorene Transaktion mit Ihren Daten. Können Sie mal bitte Ihr Mikrofon vom Mund wegmachen, ich verstehe nichts. Was verstehen Sie nicht? Was ich gesagt Sie sind die Einzige. Ja? Hören Sie mich jetzt? Jetzt ist besser, ja. Also, ich rufe Sie im Auftrag von Blockchain. Es geht, dass in unserem System steht eine eingefrorene Transaktion mit Ihren Daten, wo jemand versucht hat, diese Transaktion abheben. Ich habe Sie kontaktiert, gerne den Transaktion zeigen und die Schritte zu erklären, wie Sie diese Transaktion zurückerhalten können. Was ist die Transaktion? Also wegen Sicherheitsgründe in unserem System, das steht auf Bitcoin, also es sind 1,5 Bitcoin, es sind ca. 40.000 Euro. Mhm. Sind Sie gerade zu Hause? Nee. Nein, wann können wir dann einen Termin vereinbaren, bitte? Wofür denn einen Termin? Damit ich Ihnen gerne den Transaktion zeigen und die Schritte zu erklären, wie Sie das zurückbekommen können. Na, wo muss ich denn das machen? Auf welcher Seite? Wie bitte? Wie heißt denn die Webseite, auf der ich das machen soll? Wie wird das machen wollen? Naja, wenn ich bitte? Das machen soll, dann muss ich doch das bestimmt auf irgendeiner Webseite machen. Dann sagen Sie mir. Sie können das alleine nicht machen, okay? Deshalb bekommen Sie die Anruf von unserer Seite und alle Informationen. Warum wenn Sie möchten, natürlich. Wenn nicht, wie bitte? Und warum kann ich das nicht alleine machen? Weil es ist so. Können Sie nicht alleine machen. Denn Transaktion ist eingefroren. Ja. Deshalb. Dann klingt das nach Betrug. Wer hat denn das gesagt? Sagen Sie doch besser, dass Sie keine Eier haben. Okay? Tschüss. Ja, genau. Ja? Hallo, grüß Sie. Ja, was denn? Herr Lang, wie geht's Ihnen? Entzückend. Sind Sie schon zu Hause? Nee. Sind Sie noch nicht fertig mit Arbeit? Was möchten Sie denn? Möchte ich mit Ihnen einfach kurz ein Gespräch führen? Was wollen Sie? Ein Gespräch mit Ihnen. Ja, und wozu? Kurze Beratung. Ja, und wozu? Ich habe Ihre Daten bekommen. Sie haben schon mal bei uns eine Anmeldung gemacht
Es geht über die Handelsroboter für Kryptowährung. Bestimmt geht es da drum. Und möchte ich ein paar Informationen dazu mitteilen. Aha. Aber zuerst meine Frage an Ihnen. Schon mal damit Erfahrung gesammelt? Haben Sie schon mal investiert in diesen Bereich? Nö. Nö. Sie kennen bestimmt, Sie haben schon bestimmt gehört über Kryptowährung, Bitcoin, Ethereum, Solana und so weiter. Super. Also, es gibt bis mehr wie 9000 verschiedene Kryptowährungen. Und es gibt auch, ja, wirklich. Wie viel? Über 9000 Kryptowährungen. Ist ja lächerlich. Sind sogar schon über 60.000. Wie lächerlich. Es gibt mehr wie 9000 verschiedene Kryptowährungen. Ja, ist ja falsch. Es gibt mehr als 90.000. 9.000. Nee, 90.000. 19.000 nicht, aber 9.000. Nee. Was ich weiß. Wo hast du das gelesen? Tja, das scheint ja nicht so intelligent bei euch zu sein, ne? Aber gut, ist ja eh klar, dass das alles Betrug ist. Sonst würdest du auch nicht anrufen. Ja. Ja, ganz bestimmt. Herr Lange, ja. Möchten Sie Spaß mit mir machen, oder? Hörst du nicht lachen? Reden Sie vernünftig. Na, ich rede doch vernünftig. Vernünftig. Also, ich gebe Ihnen die Informationen, was ich weiß. Naja, was habe ich gelesen? Und das zeigt mir, dass das nur Betrug ist. Aber du rufst das ja eh illegal an, also von daher ist es ja eh schon ein Fakt. Okay, pass auf mit dieser Antwort. Woher wissen Sie, ich bin ein Betrug? Naja, weil das hört man einfach an deiner Kakerlaken-Aussprache. Man merkt daran, dass du einfach illegal anrufst und auf die Gesetze scheißt. Und dann weißt du ja nicht mal was. Das ist ja lächerlich alles. Das ist einfach nur lächerlich. Es ist lächerlich. Ist lächerlich in ihrer Seite. Also einfach zu sagen, es ist in ihrer Seite. Danke. Genau. Herr Lange. Also such dir doch einfach mal einen richtigen anständigen Job. Irgendwas, was Seriöses und nicht so eine Kacke. Das ist ganz seriös, Herr Lange. Passen Sie auf mit Ihrer Worte. Du rufst illegal an, deine ganze Firma ist kriminell. Ich rufe Ihnen nicht illegal an. Passen Sie auf. Also ich rufe nicht illegal an. Sie haben selbst bei uns gekommen mit Ihrer persönlichen Daten. Ganz fein. Kriminelles Schwein, Betrügerlein. Mach mal einen anständigen Job, irgendwas Sinnvolles. Irgendwas Sinnvolles in deinem Leben musst du doch mal geschissen. Geht zur Höhle. So furchtbar, also, so total traurig und peinlich. Ja. Hallo? Ja. Spreche ich mit Peter? Nee. Nee? Nee. Herr Patmanach. Hier spricht Minna Schmid, ich rufe Sie vom Finanzmarkt an. Und was wollen Sie von dem Peter? Ich möchte nur, weißt du noch, Peter in diesem Bereich eine Erfahrung hat oder nicht? Nee, hat der Peter nicht. Der Peter hat grad Durchfall. Sie haben ihn Finanzmarkt registriert, aber hat Peter nicht ihr Konto im Finanzmarkt aktiviert und ich habe alles bemerkt und deswegen habe ich sie angerufen, um so eine zusätzliche Information zu präsentieren und sie helfen, ihr Konto in diesem Bereich aktivieren. Ja, dann sage ich da dem Peter Bescheid. Geben Sie Bescheid, ja? Sag ich dem Peter Bescheid, ja. Okay, danke schön. Tschüss. Ja. Hallo, guten Tag. Wie kann ich Ihnen helfen? Lilia Schmidt bin ich von Beratungsunternehmen. Es geht um die Kryptowährungen Herr Bratwurst. Worum geht's denn da? Wissen Sie was Kryptowährung ist? Es geht um die Kryptowährungen. Wissen Sie was Kryptowährung ist? Oder haben Sie Erfahrung? Warum möchten Sie das wissen?
Sie haben was sind denn der Grund Ihres Anrufs? Sie haben bei uns angemeldet. Aha, wann denn? Deswegen bekommen Sie unseren Anruf von meiner Seite, verstehen Sie das, ja? Wann habe ich mich denn angemeldet? Bei mir steht so, ist das Hans Bratwurst, richtig? Ich habe gefragt, wann. Wann? Ah, also, nee, warten Sie kurz. Ich schau mal. Moment. Ja, hallo? Ja. Wie kann ich denn behilflich sein? Kevin Wiegand spricht hier. Herr Steiner, ja? Ja, wie kann ich Ihnen helfen? Also, ich melde mich jetzt von FCA Sicherheitsabteilung. Sie hatten schon FCA, haben Sie gehört? Nee, Sie nuscheln das so. Also, FCA. Wie? Wie heißt die Firma? FCA Sicherheitsabteilung. FCA unterstützt Kunden, die schlechte Erfahrungen gemacht haben im Onlinehandel. FCA? Haben Sie? Ja, genau. Richtig. Aha. Haben Sie Geld verloren? Nee. Wie kommen Sie da auf mich? Also ich habe schon von der anderen Abteilung gekriegt, dass Sie haben Geld verloren mit einer Mastercard online. Ist das richtig? Nee, das ist nicht richtig. Niemand wird die Wahrheit sagen, aber trotzdem. Okay. Sie wollen nicht die Wahrheit sagen, dann ist Ihre Sache. Aber ja, bei uns stehen alle Fakten. Bitte? Klingt nach Betrug. Das klingt vielleicht nach Betrug von Ihnen, nicht von uns. Ach weil so. Wir haben hier warum klingt das von mir nach Betrug? Wie geht das? Wie kann ich Sie betrügen? Sie leben in Berlin, ja? Nee. Das stimmt schon. Also, Sie sagen wieder nicht die Wahrheit. Okay. Aha. Gut, dann bedanke mich. Tschüss. Tschüss, Betrüger. Tschüss, du auch. Ja, tschüss, Betrüger, Krimineller. Da kannst du vielleicht sein, ne? Schäme dich. Schäme dich. Für was soll ich schämen? Für deinen Job, für das, was du da machst. Also, vielleicht sind Betrüger. Sie derjenige, der das macht, oder? Deine Mutti ist stolz auf dich, ja? Ganz dolle. Nee, deine Mutter vielleicht. Sie war jetzt mit mir ab. Genau. Okay, und das deswegen hat schon hast du ja jetzt auch AIDS. Gut, richtig geschmeckt. Ja. Jetzt hast du AIDS. So, viel Spaß. So ist das. Ja. Hallo. Schönen guten Tag. Spreche ich mit Herrn Lang? Mit wem spreche ich denn da? Hier ist Laura Leitner. Wie geht es Ihnen heute? Alles gut bei Ihnen? Ja, wer sind Sie denn? Ich bin Laura. Ich melde mich von Blockchain Support wegen einer Auszahlungsprozedur. Was ist Blockchain Support? Blockchain Support ist... Wie bitte? Heißt so Ihre Firma? Ja. Also Ihre Firma ist die Blockchain Support GmbH, oder wie? Nicht GmbH, sondern Blockchain Support einfach. Aha. Hier landen sich alle Transaktionen, die auf Bitcoin stehen. Und wir haben eine von die unter Ihrem Namen. Und ich bin zuständig, Sie dabei zu helfen, dieses Betrag auszahlen zu lassen, Herr Lang. Wo haben Sie denn das her? Wie bitte? Wo haben Sie es denn her? Das kommt von den Online-Investitionen, was Sie vorher gemacht haben. Haben Sie die Informationen erhalten? Die Firma, wo Sie das investiert haben, war eine Firma ohne lizenziert. Und Sie sind reingefallen und jetzt die Betrag, die Summe ist automatisch bei uns gelandet. Und wie geht das automatisch? Automatisch, wenn man auf Bitcoin steht. Ja, aber der Bitcoin ist ja anonym. Da kann man ja nicht wissen, wer dazugehört. Nee. Ja. Die Betrag kommt auf die Handelsplattform. Und das kann man wissen, woher das kommt. Nee, wenn, das kann man nicht, weil Bitcoin befindet sich ja in einer Wallet. Und das ist absolut anonym. Mhm. Also fällt der Betrug sofort auf. Oh, wirklich? Ja, ist ziemlich schlecht, deine Masche. Mäuschen, mach mal einen ganz guten Job. Dein Skript ist so scheiße, das kann man schon vorsingen. Ist einfach nur peinlich und erbärmlich, dein Job. Mach mal irgendwas Sinnvolles aus deinem Leben, aber nicht sowas. Mäuschen? Du kannst auch gern noch ein bisschen sprechen, Mäuschen. Sag mal was Schönes. Kannst ja mal ein schönes Osterlied singen. Hm?
Also ich leg nicht auf. Wir wollen ja schließlich, dass du deine Statistik versaust und selber auflegen musst. Dann lege ich jetzt das Telefon einfach an eine Seite. Mach mal so, ja? Lege ich jetzt an eine Seite. Horst Schlemmer. Hallo? Ja. Guten Tag, Michael Kowalski am Apparat. Es geht um die Kryptowährungen, Bitcoin. Ja und? Wissen Sie darüber? Was soll ich darüber wissen? Ich möchte Sie kurz informieren darüber. Ja, brauche ich nicht. Herr Pausenpimmel, wissen Sie über Bitcoin ja? Es interessiert mich nicht. Aber haben Sie sich angemeldet? Nö. Deswegen rufe ich Sie an. Aha. Wegen Ihrer Anmeldung. Ich habe mich ja nicht angemeldet. Dann woher habe ich Ihre Daten? Geklaut. Geklaut woher? Ja, weiß ich doch nicht, woher du die geklaut hast. Kannst du mir ja mal erzählen? Naja, wie kann ich klauen? Wie kann ich klauen? Ja, weiß ich doch nicht. Hast du irgendwo gekauft die Daten? Illegal. Illegal? Hm. Wie kann das illegal sein? Ja, du rufst doch illegal an. Such dir mal einen anständigen Job. Mach mal was Vernünftiges in deinem Leben. Ist ja furchtbar. Vielleicht jemand hat ja. Ihre Daten eingegeben. Deine Mutti ist stolz auf dich, ja? Dass du so eine Scheiße machst. Deine Mutter. Gestern, ich habe mit deiner Mutter getroffen. Ja, und ich habe deine Mutter ja schon. Ja. Ja, hallo, guten Tag. Okay, aber wir machen es aus. Wir haben eine E-Mail. Hallo? Wir haben WhatsApp. Ja. Ja, grüße Sie. Ich bin Mario Beer. Ich spreche gerade mit der Papa. Dirk. Ja, und von wo aus rufen Sie an? Hallo, Herr Pierk? Ja, was möchten Sie denn? Also ich höre Sie abgehakt. Sie hören mich besser, oder? Ich höre Sie. Okay. Also ich melde mich von der FCA-Regulationsbehörde. Haben Sie das über uns gehört, oder? FCA kennt man, ja. Was möchten Sie? Also Sie meinen, Sie kennen, also Sie haben über uns gehört. Darf ich auch von Ihrer Seite auch wissen, was Sie gehört haben? Von uns? Was möchten Sie denn von mir? Ja. Also, Laura Lippenstift? Ja. Du bist aber keine Laura, oder? Was denn? Kommt drauf an, ne? Was möchten Sie denn? Ich möchte Sie abzocken. Das dachte ich mir. Ich weiß. Laura Lippenstift. Hast du den Namen seit langem, oder? Na klar. Oder vor kurzem? Nee. Hey. Weißt du, warum ich dich anrufe? Nee. Nein? Nee. Nee, du weißt schon. Ja? Du weißt schon. Warum? Oder weißt du nicht? Nee. Kann nicht sein. Du weißt schon, warum ich anrufe. Ja? Du weißt schon, warum ich anrufe. Aha. Ja, warum guck mal. Denn? Und dann ficke ich deine Schwester. Toll. In den Arsch. Ja. Damit brennt. Ja, das mag die. Das mag die, ne? Ja. Bist du mir dankbar? Da steht die drauf. Bist du mir dankbar, dass ich das mache? Nee. Warum? Weil ich denke, dass du einen kleinen Schniedel hast. Was habe ich? Einen kleinen Schniedel. So, egal, Alter. Ist er immer noch da? Ja. Oder nicht? Ist er immer noch da? Mhm. So, siehst du? Aber ja. Wo weißt du denn, was für ein Dings ich habe? So geraten? Ja, ich kann hell sehen, weil ich bin Lippenstiftverkoster. Du kannst hell sehen?
Ja. Kannst du auch meine Eier hell sehen in deinem Gesicht? Nee. Wenn deine Eier in meinem Gesicht sind, dann sehe ich ja dunkel. Weil da kommen ja düstere Zeiten. Ja, siehst du, du bist auch schlau genug. Ja. Höchst intelligent. Echt intelligent? Ja. Warst du gut in der Schule? Nö. Nie gut in der Schule? Nee, ich habe die Lehrer immer verprügelt. Verprügelt hast du die Lehrer? Ja. Meinst du? Hm. Okay. Ja. Das ist aber nicht gut, ne? Warum? Ist aber nicht gut, ne? Aber warum? Wie kann man den Lehrer verprügeln? Na, indem man eine kleine Gummischlange nimmt und dann sagt, husch, hinfort mit dir, du böses Pferd. Ja, und dann sind die alle schnell weggelaufen. Alle schnell weggelaufen? Ja. Hast du keinen verprügelt, echt? Doch. Hast du die gesagt, Lehrer. Ich habe nur so getan, als ob? Nee, die Lehrer. Bei denen habe ich dann immer eine Schlange rausgeholt. Ja? Ja. Aber sie reden so komisch. Warum? Ich habe keine Lust, mit ihnen zu sprechen. Das nur einfach so, nichts Personal, nichts Persönliches. Oh. Nur einfach, wenn du ein bisschen enthusiastischer wärst, ja. Dann könnten wir ein bisschen länger reden, weil ich habe auch keinen Bock, hier den ganzen Tag rum zu telefonieren. Okay, aber du telefonierst doch den ganzen Tag rum. Das meine ich ja, ich habe keinen Bock dazu. Wenn ich rede mit ihnen, mache ein bisschen Spaß. Ja. Weil es langweilig ist, Mann. Hm. Sitzt du doch. Und sonst so dein Computer. Was machst du da sonst so Schönes? Bitte? Was machst du da sonst so Schönes? Ich? Nix, ich kiffe. Ja. Das dachte ich. Ich fange Arbeit an, gehe ich nach der Arbeit feiern. Keine Ahnung, was immer so läuft. Ja. Ja? Und manchmal ein bisschen Weißschnee. Ja. Zwischendurch der Arbeit, damit man sich ein bisschen wach hält. Na? Sonst nichts. Interessant. Ich habe gerade einen Schluck Hafermilch getrunken. Sehr schön. Ja. Was machst Hafermilch du so? Hafermilch ist gesund. Keine Ahnung, ich trinke kein Milch. Nee. Also, was machst du so sonst, wenn du nicht telefonierst? Lippenstifte verkosten. Wie bitte? Lippenstifte verkosten. Lippenstifte verkaufen? Verkosten. Verkosten? Verköstigen, ja. Oh, isst du die oder wie? Ja. Warum? Man muss ja mal gucken, ob die schmecken. Das ist ungesund, oder nicht? Nee, nicht wenn man die mit Vitamine nimmt. Da ist Erdbeerkäse drin und Leberwurst. Ah. Mhm. Lippenstift mit Leberwurst. Käse? Nee. Ah, also diese Würste, die man so als Lippenstift hat, ne? Die kommen so Wurst rein und kannst du schmieren. Oder nicht? Kenn ich nicht, aber ja. Irgendwas so in der Art, ne? Ja. Okay. Den ganzen Tag machst du das? Ja. Und sonstiges? Und sonst gucke ich aus dem Fenster und schmeiße kleine Papierkügelchen auf die Leute. Ja, das war was Schönes, ne? Das hätte ich auch gerne mit dir gemacht. Das ist ja was Geiles. Kann man gut lachen, ne? Ja. Und was machen die, wenn die zum Beispiel getroffen werden, so im Kopf oder so? Wie reagieren die? Dann gucken die. Gucken die? Ja. Und sonst? Nur gucken dann, oder wie?
Dann wink ich. Dann winkst du? Ja. Kommt da keiner in die Fresse hauen oder nicht? Kommt keiner ran. Kommt keiner ran? Nee. Bist du verschlossen in deinem Zimmer oder wie? Ja, ist zu weit oben. Ich meine, bist du verschlossen drin? Hält dich einer fest oder so? Nee. Oder bist du verrückt im Kopf? Ja. Bist du verrückt? Na klar. Wie soll das heißen? Psychopath? Ja. Oder? So hörst du dich heraus, Alter. Ich habe heute Morgen meine Mama gegessen. Sehr schön, guck mal. Ja. Weißt du, was wir zu Psychopathen machen, woher ich komme? Ja, aus Albanien. Wie bitte? Aus Albanien. Oder Kasachstan. Wo? Albanien. Warte, guck mal. Na? Weißt du, was die Leute machen, woher ich komme? Nee. Weiß ich auch nicht. Streicheln die sich gegenseitig den rechten Hoden? Ja, bitte? Die streichen sich gegenseitig den rechten Hoden. Den rechten Hoden? Ja. Mit einer Hand den rechten und mit der anderen den linken, ne? Nee. Die braucht man noch für die Antenne, um nach oben zu zeigen. Okay, in Ordnung. Mhm. Die Antenne oben zu steigen, ne? Was? Wie bitte? Ja. In Ordnung, dann Herr Lippen, Stift, Esser, Fresser, Wichser, was heißt du? Keine Ahnung. Ja, Laucherlippenstift. Laucherlippenstift. Ja. In Ordnung. Wünsche dir trotzdem alles Beste. Das wünsche ich mir auch immer. Machst du gut, was du machst? Ja. Ich hoffe, du hast auch Erfolg. Ja. Und ciao, ne? Auf Wiederhören. Ja, guten Tag. Ja, hallo, schon guten Tag. Telefoniere ich mit Herr Walter Steiner? Ja. Grüße Sie, ich rufe Sie vom Blockchain-System, Bitcoin-Netzwerk, Herr Steiner. Wie geht's Ihnen erstmal? Alles gut? Nee. Nicht gut? Was passiert? Was ist los? Das ist doch egal. Hab ich ihn gestört? Was möchten Sie denn? Ich möchte Geld von Ihnen haben. Das bekommen Sie nicht. Ich brauche Geld von Ihnen. Sie schulden mir Geld. Nö. Kennen Sie mich nicht? Nö. Vielleicht kennen Sie mich von der Stimme. Nö. Aber es wird mir auch aber zu blöd. Können wir lassen. Nein, nein, wir lassen gar nicht. Weil ich komme zu dir. Ja. Na dann. So, gib mir mein Geld. Nö. Dass du mir schuldest. Doch, nee. Doch, musst du mir das Geld geben. Ich brauche das Geld. Walter. Haben Sie irgendwie eine Zwangsstörung oder sowas? Was? Ob Sie eine Zwangsstörung haben? Ja. Ja, merke ich. Ja, das merkst du. Was machst du beruflich? Was ich beruflich mache, geht dich nichts an. Bist du schwul? Das geht dich auch nichts an. Na, leg auf jetzt. Will ich doch selber auf. Ich kann nicht. Ja, da hast du Pech gehabt, dann musst du halt deine Statistik versauen und nichts verkaufen. Oh, oh Gott. Du deutsche Kartoffel. Deutsche Kartoffel. Ja. Schwein. Schwein, du isst nur Schwein. Ja. Ja, du dreckiger Mensch. Ja? Toll, und was bist du denn? Ich bin ein guter Mensch. Aber ganz bestimmt. Nicht so wie du, ein dreckiger Mensch. Ja. Mhm. Und wie kommst du denn zu der Annahme? Willst du meinen Namen wissen? Nee, wie du zu der Annahme kommst. So willst du das wissen? Naja, du erzählst doch so einen Scheiß. Leg mal auf jetzt. Nö. Weil du hast mein Zeit. Nee.
Leg mal jetzt auf. Du kannst ruhig deine Statistik selbst versauen und selber auflegen. Hast du nicht was anderes zu tun? Nee. Ich hab Zeit, um deine Zeit zu verschwenden. Hast du Zeit, meine Zeit zu verschwenden? Ja. Warum? Bitte, leg auf, bitte, bitte. Nö. Bitte, du Wichser. Ja? Bitte, du Wichser, leg auf jetzt. Erzähl mehr von deiner Familie. Du dreckiger Bastard, verpiss dich, Hurensohn. Hast aber eine gute Erziehung genossen von deiner Mutti. Warum? Verpiss dich. Ja? Schnauze halten jetzt. Sind deine Eltern stolz auf dich, dass du so eine Schnauze benutzt? Ja? Schnauze halten, du kleinen Wichser, du. Na, Hurensohn, gucke. Du. Verpiss dich, du Hurensohn. Ja. Oh, toll. Ja. Mensch, da ist aber schöne Wörter gelernt. Schwull. Schwull. Ja? Geh weg. Bist du ganz stolz auf dich, ja? Hau ab! Ja? Hurensohn. Oh, gleich weint er. Gleich weint er. Hau ab jetzt, Hurensohn. Ja? Oh. Musst du selber auflegen und deine Statistik versauen. Hallo? Was denn? Hallo, Frau Helge. Was denn? Ich spreche mit Helge Schnippelschner. Wie kann ich denn behilflich sein? Firma Shop Online ruft an. Ich heiße Anna. Es geht um das Produkt Cystonette. Sie haben bei uns das bestellt und nichts bekommen. Doch, ist angekommen. Funktioniert super. Augenblick. Die Sendung haben wir zurückbekommen. Nee, habe ich schon ausgepackt. Schon angebrochen, die Packung. Wann haben Sie das bekommen? Auch schon ein paar Tage her. Komisch, bei mir steht das, die Sendung haben wir zurückbekommen. Nicht, bei mir angekommen. Funktioniert alles. Haben Sie vielleicht die Bestellnummer oder Sendungsnummer? Wie meinen Sie das? Kann das überprüfen? Nee, da habe ich jetzt nichts mehr aufgehoben. Den Karton habe ich doch schon weggeschmissen. Wie viele Packungen haben Sie bekommen dann? Na, alles, was ich bestellt habe, war dabei. Okay, aber ich möchte das überprüfen. Da habe ich jetzt nicht nachgezählt. Ich bin auch jetzt nicht zu Hause. Also das ist alles da. Ja, aber das ist komisch. Bei DHL-Seite steht, dass die Sendung ist zurück bei uns geschickt. Weiß ich nicht. Dann ist das da ein Fehler im Computer. Also ich habe die Pakete alle bekommen. Ist alles da. Okay, dann wie viel haben Sie bezahlt? Das hatte ich ja alles an der Haustür bezahlt. Das habe ich mir schon bereitgelegt. Okay, aber wie viel? Ich verstehe die Frage jetzt nicht. Sie wissen doch selber, was das Paket gekostet hat. Der Betrag. Ich möchte das überprüfen und verstehen, dass Sie unsere Waren bekommen haben. Na, wenn ich Ihnen sage, dass ich alles bekommen habe, ist doch gut. Ja, aber es ist komisch, dass bei uns steht, dass die Sendung ist zurück bei uns geschickt. Deshalb verstehe ich nicht. Keine Ahnung, da weiß ich nicht, was da bei Ihnen denn im System nicht funktioniert. Aber bei mir ist alles da, da bin ich zufrieden mit. Alles klar. Ja. Gut, dann, ich bedanke mich für die Info. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüssi. Ja, hallo. Hallo, guten Tag. Ich spreche mit Frau Hudensack. Ja. Ich rufe von Firma Shop Online. Ja. Also, da haben Sie vor ein paar Tagen bei uns bestellt, dieses Fremdgigant, und das Paket ist zurückgeschickt. Wie zurückgeschickt? Das ist angekommen, das habe ich hier. Haben Sie das bekommen oder noch nicht? Na klar, das ist alles da. Alles zu meiner Zufriedenheit. So, weil ich sehe im Computersystem, das Paket ist zurückgeschickt wegen einer falschen Adresse. Oder haben Sie das bekommen? Nee, das habe ich bekommen, das Paket. Okay, ist in Ordnung. Gut. Alles Gute. Okay, prima. Ja, hallo.
Hallo, guten Abend. Ich spreche mit dem Herrn Peter. Wie kann ich denn behilflich sein? Wie bitte? Wie kann ich denn behilflich sein? Mein Name ist Julian. Und ich rufe Sie an von der Firma Markets Invest wegen einer Anmeldung, wenn Sie bei uns selber gemacht haben. Wen möchten Sie ihn sprechen? Mit dem Herrn Peter Zauber. Haben Sie auch einen Nachnamen oder heißen Sie nur Julian? Julian Bar. Bar. Julian Bar. Ja. Aha. Wo haben Sie denn den Namen her? Wie bitte? Wo haben Sie denn den Namen her, den Deutschen? Ach so, Sie wollen Spaß machen. Schönen Tag noch. Ich möchte eigentlich nur meine Frage beantwortet haben, weil Sie rufen ja bei mir an. Ja. Hallo? Ja. Bitte, ich möchte mit Frau Laura Lippenstift reden. Herr Laura Lippenstift. Ja, bitte. Verbinden Sie mir mit Frau Laura. Nee, gibt's nicht. Wie gibt's nicht? Wer sind Sie? Herr Laura Lippenstift. Wie heißen Sie bitte? Na, Herr Laura Lippenstift. Habe ich Ihnen doch jetzt dreimal gesagt. Herr Lippenstift? Ja. Wo ist Frau Laura? Ja, hier. Ich bin dran. Aber nicht Frau, sondern Herr. Habe ich doch jetzt viermal gesagt. Wie heißen Sie bitte noch einmal? Nee, also, tut mir leid. Was möchten Sie denn überhaupt? Ich kann Sie nicht hören. Wie heißen Sie? Und ich möchte gerne wissen, was Sie möchten. Wie ist Ihr Name, Zeus? Ich habe Sie gefragt, was Sie möchten und wer Sie sind. Ich habe Ihnen auch eine Frage gemacht von Anfang. Alles wie klar. Heißen Dann Sie bitte? Wünsche ich noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen. Tschüss. Grüß dir, Bruder. Ребят, hallo, guten Tag. Tag. Mein Name ist Mai, ich rufe vom Handelsplattform an. Aha. So, Sie haben Sie registriert, um ein zusätzliches Einkommen zu erzielen. Ist das noch aktuell für Sie? Bei welcher Plattform denn? Das heißt Investreistred. Kenn ich nicht. Ja, aber ist das möglich, dass Sie einfach vergessen haben und dass Sie sich registriert haben, oder? Na, wann soll denn das gewesen sein? So, das funktioniert so. Sie haben sich einmal auf einer Plattform registriert und dann, ja, andere Unternehmen nehmen ihre Kontakte und rufen sie an. So, deswegen mache ich so. Und wann? Hallo. Wann, sagen Sie? Ja. Na, diese Information habe ich nicht, aber ich habe so ihren Nachnamen und Vornamen. Also wissen Sie gar nicht Bescheid und haben sich den ganzen Bums gerade ausgedacht. Ha! Ja, hallo. Hallo. Hallo, Mr. Gibt's die Papa? Was denn? Sprich Deutsch. Sir, you don't speak English? Nee, wir sind in Deutschland. Okay, one moment, okay? I'm gonna bring pass it to someone who speaks Dutch. Hallo, Mr. Poppel. Herr Poppel. Ja. Hi, Herr. Das ist Ben. Von Meta Quotes, alles gut? Was möchten Sie denn? Hallo? Ja, was möchten Sie denn? Vorstümer, ich habe eine Rückerstattung für Sie, weil Sie haben Geld verloren mit einem Unternehmen, fraudulent. Ist das wahr? Welches Unternehmen denn? Ich kann sehen hier, lass mal sehen, FXCT Invest, Investment. Das ist das Details, das Sie hast achtergelassen mit Payback LTD. Okay? Hast du einen Computer vor dir? Ich habe die Rückerstattung vor mir. Hast du einen Computer vor dir? Mit Anydesk. Hast du? Können Sie bitte deutlich reden? Hallo? Ja. Ja. Ich bin
Beraterin von der Firma Bunny. Sie haben auf unserer Webseite Bestellung gemacht für Uramex Forte. Ist das richtig? Weiß ich nicht. Wann war das? Das war im Juli. Im Juli? Und da rufen Sie jetzt an? Und Sie haben das nicht bekommen. Jetzt bis wir haben das bekommen. Und deswegen, wir wollten wissen, ob Sie das bekommen möchten oder nicht. Ich kann Sie nicht zuordnen, wenn das aus dem Juli ist. Das ist ja schon ewig her. Hier steht, dass Sie nicht zu Hause waren und deswegen konnten wir das nicht zustellen. Ja, also alles, was ich bestellt habe, ist auch angekommen. Sind Sie Gerlinder Popelt, ja? Ja. Berlin, Braunschweig, Schweiger 55. Ja. Ja. Hier steht, dass Sie das bestellt haben und das haben Sie nicht bekommen. Dreimal das wurde das geschickt. Keine Ahnung. Sind Sie da? Soll ich das nochmal schicken, wegen neurologischer Probleme? Wie gesagt, ich kann Sie nicht zuordnen. Also ich weiß gar nicht, wer Sie sind. Ich bin Beraterin von der Firma Bunny. Sie wollten Uramexil Forte kaufen. Das ist für urologische Probleme, wenn Sie was beim Wasser lassen oder Probleme haben oder im Hodensack Schmerzen haben, das könnte das Ihnen helfen. Ach so, nee, brauche ich nicht. Das ist nicht aktuell oder finden Sie unser... Na, wie gesagt, ich kann mich gar nicht an Sie erinnern. Alles klar. Soll ich vielleicht Beratung machen für Sie, wenn Sie Fragen brauche ich nicht. Haben? Dann schönen Tag wünsche ich Ihnen. Tschüssi. Diese Unrechten? Ja. Hallo? Mhm. Hallo, Robert. Nee, Herr Habeck. Habeck, Herr Habeck. Ich bin Alina, wie geht es Ihnen? Was wollen Sie denn? Warum sprechen Sie so? Ich rufe Sie von Forex Time, weil Sie haben eine Anmeldung über Online-Training gemacht und ich bin hier, Ihnen zu informieren. Worüber? Über die Anmeldung, die Sie gemacht haben. Es geht hier... Wann habe ich die gemacht? Gestern, glaube ich, weiß ich nicht, wann Sie das gemacht haben. Aber negativ. Ich habe jetzt... Okay, wann denn? Weiß ich doch nicht. Gar nicht wahrscheinlich. Wann haben Sie das gemacht denn? Na, gar nicht wahrscheinlich. Schau mal hier. Ich habe jetzt in meinem System hier besondere Daten bekommen. Kann nicht schauen, das ist ein Telefon. Okay, hören Sie jetzt. Okay? Sie haben Interesse gezeigt, habe ich Ihnen gesagt. Ich habe jetzt in meinem System hier persönliche Daten bekommen, deswegen rufe ich Ihnen an. Was gibt es hierzu nicht zu verstehen? Na, der Anruf, der scheint illegal zu sein. Es scheint illegal zu sein. Mhm. Wie komisch ist es? Finden Sie das komisch, dass Sie Leute einfach ohne Werbeerlaubnis anrufen? Ja? Jetzt glaube ich, dass Sie mich hören, ja? Na, ich habe Sie vorher schon gehört. Sie sind aber nur sehr leise. Also, okay. Also, Herr Steiner, mein Name lautet... Immer noch. Parkour. Sie sind immer noch sehr leise. Ich kann gar nicht machen. Ich weiß. Jetzt ist besser. Okay. Also, mein Name lautet Dennis Parker und ich rufe Sie von Coinbase an. Wie geht es Ihnen erstmal? Alles gut? Und wieso rufen Sie mich von Coinbase an? Ich rufe Sie von Coinbase wegen ein Konto, das bei uns liegt auf Ihren Namen. Und ich rufe Sie, Ihnen zu informieren über das Konto, das bei uns steht. Mhm. Wie heißt denn meine Kundennummer bei Coinbase? Dann wissen Sie die ja sicherlich auch. Ich bin gerade eingeloggt und kann die vergleichen. Ja, aber keine Kontonummer, wir arbeiten mit Walleten.
Okay, dann weiß ich, dass Sie ein Betrüger sind, weil ich habe meine Kundennummer direkt hier vor mir und kann sie sehen. Also wissen Sie das nicht und Sie rufen nicht von Coinbase an. Vielen Dank für diesen Betrugsanruf. Ich wünsche noch einen schönen Tag. Auf Wiederhören. Was für ein Betrugsanruf? Ja. Hallo. Hallo. Schönen guten Tag. Wie geht es Ihnen? Alles gut? Wer sind Sie denn? Emily Mendes ist am Apparat, Finanzberaterin von CryptosMarkets.com. Aha, und wie kommen Sie da auf mich? Wie bitte? Was möchten Sie denn? Sie haben eine Anmeldung über Online-Investitionen bei unserer Firma gemacht, deshalb ich angerufen. Wen wollen Sie denn da sprechen? Ich möchte mit Herrn Klaus sprechen. Herr Klaus gibt's hier nicht, da sind Sie dann wohl falsch verbunden. Wie heißen Sie? Nenn mich Herr Klaus. Okay, Sie sind nicht Herr Klaus, aber Sie heißen, wie heißen Sie? Das geht Sie ja dann nichts an, dann sind Sie ja falsch verbunden. Ich denke, dass Sie lügen mich, aber okay. Sie doof oder wie was? Wie Sie wollen. So, was wollen Sie denn jetzt noch in der Leitung? Nee, ich bin nicht du, das ist Sie. Sie, nicht du. Ich bin für Sie, Sie, nicht du. Wir kennen uns nicht. Können Sie mir sagen, wie heißen Sie? Nein, weil das Sie nichts angeht. Sie möchten ja nicht zu mir, also geht es Sie auch nichts an, wie ich heiße. Aber ich bin sehr sicher, dass Sie sind Herr Klaus. Nee. Bin ich. Ja, bin ich nicht. Sind Sie falsch verbunden? Schicken Sie mir ein... Okay, wenn Sie sind nicht Herr Klaus, sagen Sie mir deinen Namen. Ihr Name, nicht deine Name. Lernen Sie erstmal vernünftiges Deutsch und rufen Sie nicht bei Leuten an, wo Sie nichts mit zu tun haben. Das wäre schon mal ganz vorteilhaft. Geh weg, Scheiße. Sind Sie bekloppt oder was? Scheiße, geh weg. Dann bekommen Sie halt eine Anzeige. Ich sehe ja Ihre Telefonnummer im Display wegen Beleidigung. Mhm, ja. Ja. Hallo? Hallo? Was ist denn? Ja, schönen guten Tag. Nicole Volk am Apparat. Ich grüße Sie. Ich spreche bitte mit Herrn Ligosa. Es freut mich, ich melde mich wegen einer Meldung, dass unser Name steht über Onlinehandel. Können Sie sich erinnern? Nee. Nee. Also sind Sie Herr Ronaldo? Nee, Herr Liviosa. Liviosa? Ja. Also dieser Meldung steht im Namen von Ronaldo Liviosa. Was? Also, wie heißen Sie bitte? Das haben wir doch jetzt geklärt, oder nicht? Guten Tag. Hallo? Ja, was denn? Ja, hallo, schönen guten Tag. Nicole Volk am Apparat, ich grüße Sie. Spreche ich bitte mit Herrn Steinfeger? Ja. Es freut mich, mein Anruf heute ist wegen einer Meldung, dass unter Ihrem Namen steht über Onlinehandel. Stimmt das? Wann ist denn das erfolgt? Das ist falsch. Also sprich, sind Sie Robert Steinfeger? Na, haben wir doch geklärt, ja. Super, dann diese Meldung steht unter diesem Namen. Kann eine andere Person mal das für Ihnen? Hä? Ich verstehe Sie nicht. Ja, also Sie haben eine Online-Anmeldung über Online-Handel gemacht. Wann war denn das? Also wegen des Datenschutzes kann ich das nicht sagen. Was ist denn das für ein Quatsch? Was schützen wir denn da für Daten, wenn Sie mir sagen, wann das passiert ist? Mhm. Alles klar. Was, alles klar? Ich würde gerne wissen, wann das... Mhm.
Hallo, guten Tag. Herr Gustav, am Apparat spricht Paula, leitende Beraterin. Und es geht hier um Kryptowährung. Schöner Name. Mein Name ist aber Herr Kurt und nicht Herr Gustav. Wie ist Ihr Name? Herr Kurt. Also Sie haben sich bei uns angemeldet unter dieser Nummer. Aber nicht mit dem Namen Herrn Gustav. Meine Lieblingskünstler Gustav, Pausen. Okay, Entschuldigung, wir sind falsch. Mhm. Auf Wiederhören. Ja. Ja, hallo, Grüße. Ich spreche mit Herrn Gerl, ja. Was? Sprechen Sie Deutsch? Ja. Okay, Herr Steiner, ich bin Klaus Belan von der Allianz Market. Was? Ja, bitte? Herr Steiner ist richtig, ja. Und wer sind Sie? Ich kann Sie hören. Wer Sie sind? Ich bin Klaus Belan von der Allianz Marketing Group. Allianz Marketing Group. Sie haben Klaus auf Belan. Unserer Web. Ja, Klaus Belan. Ja. Und von welcher Firma? Allianz Marketing Group. Allianz Marketing Group. Also, Sie haben von unserer. Nehmen Sie mal bitte Ihr Mikrofon vom Mund weg, weil man kann Sie nicht verstehen. Am Montag. So. Und jetzt nochmal den Firmennamen. Ganz langsam zum Mitschreiben, bitte. Okay, okay. Haben Sie WhatsApp? Nee, ich... Nehmen Sie mal bitte Ihr Mikrofon aus dem Mund raus, habe ich gesagt. Okay. Weiter weg vom Mund. Ja, bitte? Noch ein Stück weiter weg vom Mund. Okay. Ja, hallo. Hallo. Hallo? Ja. Schönen guten Tag. Machen Sie mal da den Kaffee weg. Ja, aber machen Sie mal da bitte leiser. Der Krach ist nicht zu laut. Lauter sprechen. Nee, der Krach im Hintergrund ist zu laut. Lieber Herr, hier spricht Milan Neumann. Und ich rufe vom globalen Finanzmarkt an. Wo ja. Sie ein Interesse gezeigt, richtig? Machen Sie mal da den Krach bitte weg. Wie bitte? Es ist mir zu laut bei Ihnen. Ja, es ist nur unsere Arbeitsatmosphäre, ja? Es ist mir zu laut, Ihre Arbeitsatmosphäre. Ist zu viel Krach, ja. Stört mich. Machen Sie mal weg den Krach. Lieber Herr, Sie haben sich erfolgreich im Finanzmarkt registriert, richtig? Hören Sie mir überhaupt Und zu? Wir haben nicht Ihr Konto aktiviert. Hören Sie mir überhaupt zu? Ich höre, ja. Ja, und ich habe gesagt, es ist mir zu laut bei Ihnen. Machen Sie mal da den Krach weg. Ich kann nicht etwas ändern, weil es unsere Arbeitsatmosphäre ist. Ja, aber es ist ja grauenvoll. Es ist ja eine grauenvolle Arbeitsatmosphäre. Lieber Herr, ich rufe... Nee, nicht, lieber Herr. Wir kennen uns ja gar nicht. Ich rufe vom Finanzmarkt an und ich würde gerne Ihnen bei der Aktivierung Ihres Kontos im Finanzmarkt helfen. Möchten Sie Ihr Konto im Finanzmarkt aktivieren? Nicht mit so einem Krach, nein. Möchten Sie es jetzt machen? Habe ich Ihnen gerade beantwortet. Tschüss. Tschüss, Betrüger. Ja, bitte. Ja, hallo, schönen Tag, Herr Sieg. Grüßen Sie, können Sie mich hören? Hm. Wer sind Sie denn? Hier ist Hannes Schmidt im Apparat. Und heute Tag, rufe Frau ich Schmidt. Grüßen Sie.
Ich rufe Ihnen heute an wegen einer Anfrage, die bei uns gekommen ist. Wo steht, dass Sie mit Online-Investitionen Geld verloren haben? Ist das richtig? Wo haben Sie denn da eine Anfrage herbekommen? Wer hat die denn gemacht? Wie bitte noch einmal? Wer hat denn diese Anfrage gemacht? Also Herr Popovic. Ja, und wie kommen Sie da jetzt auf mich? Ihre Anfrage ist auf unser System gekommen. Was habe ich Sie denn da gefragt? Das Geld wieder zurückzubekommen. Welches Geld denn? Dass Sie bei den Online-Investitionen investiert haben. Wo habe ich denn was investiert? Haben Sie nicht? Na, ich frage Sie ja, weil wenn Sie mich anrufen, müssen Sie doch das wissen. Ja, Sie können mich nicht fragen. Sie sind hier, damit... Nee, Sie sind hier nur, mich zum Antworten, ob Sie das zurückbekommen möchten oder nicht. Ganz einfach. Ach so, also Fragen darf man nicht stellen, sondern nur Sie stellen Fragen. Sie haben schon viel Fragen gemacht, ja? Das ist genug. Ja, ich hab berechtigt, oder nicht? Ich muss doch wissen, wer Sie sind und was Sie wollen. Ich arbeite nicht für Sie, damit Sie mich eigentlich fragen können, ja? Na, aber warum rufen Sie denn an, wenn Sie nichts beantwortet haben wollen? Wegen Ihrer Frage. Ich mache nur meinen Job. Mein Job ist, Ihnen zu anrufen und fragen. Das war's. Na, aber welche Anfrage meinen Sie denn? Ich weiß ja nicht, was Sie meinen. Ja, also, es ist eine Anfrage auf unser System gekommen, wo steht, dass Sie das Geld, das Sie beim Online-Investitionen investiert haben, zurückbekommen möchten. Ganz einfach. Wie viel Geld denn? Was bekomme ich denn? Ja, das ist richtig. Guten Tag. Hallo, guten Tag. Ja, hallo. Herr Klaus Thaler, ja? Thaler, ja. Schön, Sie zu erreichen. Ich bin Adam Braun, der Assistent von IC24 Market, wo Sie angemeldet sind und Interesse an Trading online gezeigt haben, richtig? Weiß ich nicht, ob das richtig ist. Sie haben eine Werbung für Line-Trading angeklickt und Ihre Daten gegeben, okay? So habe ich Ihren Namen, Nachname, Telefonnummer, Ihre E-Mail-Adresse und das Land, wo Sie wohnen. Wann denn das? Bitte? Wann denn das? Wann? Mhm. Am 13. 13. was? November. Aha. Und auf welcher Seite? IT24 Market. IT24 Market. Ja, IT. Ibigor Cevicesa. Ach so. Ja. Und dann .de oder .com oder... IC24 Market. .de oder .com oder .. .com, .de. Naja, auf welcher Seite war es dann? Internationales Firma. Auf welcher Seite muss ich denn? Habe ich Ihnen gesagt. IC24 Market. Aber da fehlt ja dann .de oder .com oder weiß ich nicht. Es gibt kein .com.de. Wir sind aber dann international. Kann ich aber Ihre Seite nicht aufrufen? Ja, natürlich. So, einfach schreiben Sie IC24 Market und können Sie alles sehen. Aber damit kriege ich ja Ihre Webseite nicht auf. Das war es leider schon von unserem Hörspiel Kakerlakenparty. In der nächsten Woche geht's direkt weiter. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib dem Video doch gerne einen Daumen nach oben. Wenn du mehr vom Kanal sehen möchtest, dann abonniere gerne den Kanal, um auch in Zukunft mit Glöckchen keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Wenn du magst, siehst du jetzt hier noch eine Playlist, klick auch hier gerne mal rein. Dann geht's direkt weiter. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit. Die Welt ist böse. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. We'll be right back.